Hallo und herzlich willkommen zum Rainbow Design Mess Tutorial. Wie messe ich richtig Video? Dieses Video gilt als kleines Tutorial und soll euch eine Anleitung darüber geben, wie ihr euren Körper richtig vermessen tut, um später eine passgenaue, maßgeschneiderte Rainbow Suit zu bekommen. Was ihr dazu braucht, ist zum einen ein Maßband, hat in der Regel hier bei uns 1,50 Meter Länge. Ein Bestellformular. So ein Bestellformular könnt ihr euch im Internet downloaden oder kriegt ihr am Sprungplatz, der auch gleichzeitig Händler ist. Wenn er Händler ist, lasst euch da vermessen, ist der einfachste Weg. Was ihr zudem noch braucht, ist natürlich jemand, der Interesse hat, eine Suit zu bekommen, also in dem Fall ihr und dann ein Kumpel, der euch vermisst, das wäre ich. Und hier haben wir noch dann Daniel, der gerade hinter mir steht. Hallo Daniel. Hallo. Und wir legen dann gleich los. Für die Armlänge nehmen wir den Daniel und bitten ihn gerade einmal hier den Arm zu heben, zur Seite zu strecken. Wir setzen das Maßband genau in der Mitte der Wirbelsäule an, gehen über die Mitte der Schulter, über den Ellenbogen bis hin zum Handgelenkknochen. Da hätten wir jetzt hier als Beispiel beim Daniel einen 86er Wert. Nächster Punkt ist die Oberweite. Bei der Oberweite mache ich persönlich das so, dass ich von hinten komme und nicht jetzt hier vorne, zum Beispiel bei einer Frau, an den Nippeln rumspiele. Das darfst du dann selber machen. Dafür bitte ich dich doch gerade einmal, die Arme zu heben. Dir selbstständig das Ganze auf die Nippel zu legen, weil da ist es ganz wichtig, da soll es hin. Die Arme wieder zu senken. Und nehme hier diesen Wert von 102. Die Taille. Die Taille ermitteln wir genau über den Bauchnabel. Da ist der Bauchnabel. Bitten gerade mal den Daniel, das genau an den Bauchnabel nochmal auszurichten, die Arme hängen zu lassen, normal zu atmen und diesen Wert zu mitteln. Die Hüfte. Die Hüfte ist der Punkt an der breitesten Stelle. Wenn wir hier von der Seite gucken, ist es meistens sozusagen auch der Po. Da messen wir an der stärksten Stelle. Den Oberschenkel messen wir mit leeren Hosentaschen. An der stärksten Stelle, schulterbreit stehend und belasten das Bein bitte. Genau, danke. Wir messen beide Oberschenkel, da es immer vorkommen kann, dass diese Werte sich unterscheiden. Warum auch immer. Man benutzt einen mehr als den anderen. Die Wade ermitteln wir an der stärksten Stelle. Hier unter dem Knie sehen wir eigentlich immer ganz gut und messen den Umfang. So, als nächstes haben wir den Halsumfang. Für den Halsumfang legen wir das Maßband mit dem Nullwert einmal hier rum, ungefähr in der Höhe des Adamsapfels und messen hier den Wert von 42. So, der Oberarm. Für den Oberarm nehmen wir das Maßband und legen das an den Bizeps an. Bizeps ist die stärkste Stelle am Oberarm und messen das Ganze in einem entspannten, armhängenden Zustand. So, da haben wir 32. Wenn wir jetzt jemanden haben, der etwas sportlicher ist, wünschen wir doch gerade einmal noch das Gleiche zu machen, wenn der Arm angespannt ist. Und dann haben wir beim Daniel schon 2 cm Unterschied, nämlich 34. Danke. Den Unterarm messen wir an der stärksten Stelle, das ist meistens direkt unterm Ellenbogen. Messen das mit einem hängenden Arm und ermitteln da den Wert. Auch hier ist es wichtig, einen Zweitwert zu haben mit einem angespannten Unterarm. Super, danke. Das Handgelenk messen wir genau am Handgelenkknochen. Dabei lassen wir einfach den Arm hängen und nehmen hier den Umfang. 19. Für die Schrittlänge stehen wir schulterbreit. Wir tragen Schuhe, Arme sind soweit entspannt. Wir bitten den Daniel noch gerade einmal noch seine Hose hochzuziehen. Das Problem könnt ihr öfters haben, gerade wenn Leute vielleicht die Hose etwas baggy haben. Wir bitten ihn auch das Maßband in die Hand zu nehmen. Genau, zwischen die Finger. Schön auf Zack und bitten jetzt, wir haben ein Fachwort gelernt, das Ganze an den Damm zu halten. Messen gerade runter bis zum Boden. Die Wadenlänge. Die Wadenlänge ermitteln wir, indem wir die Mitte vom Knie nehmen, dort das Maßband ansetzen und bis zum Boden messen. Wir bitten dich gerade nochmal die Hose etwas hochzuziehen. Danke. Den Torso lassen wir selbstständig ansetzen. Und zwar genau hier vorne in dieser leichten Kuhle.
dann führen wir das Maßband einmal unten durch, ganz gut sitzend, entlang der Wirbelsäule. Beim Daniel haben wir jetzt das Beispiel, dass 1,50 Meter Maßlänge nicht reicht, um hier oben den 9. Wirbel zu erreichen. Deswegen lass da bitte einmal los. Von diesem Wirbel aus nehmen wir dieses Maß zu den 1,50 Meter dazu. 3 Punkte sind noch offen. Wir haben noch Gewicht, Körpergröße und Schuhgröße. Das sind 3 Faktoren, die ihr eigentlich komplett selbstständig beantworten könnt. Oder wenn ihr jemand anderen vermesst, kurz erfragt. Ihr müsst kein Maß anlegen, keine Arbeit leisten. Ein Sondermaß haben wir noch. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel eine Sommerdragster bestellt oder einen Suit mit kurzen Ärmeln und ihr eine genaue Vorstellung davon habt, wie lange eure Ärmel werden sollen, dann gibt es nur noch folgende beiden Sondermaße. Messt von der Wirbelsäulenmitte bis hin zur Schulterkugel, also zum Deltamuskelansatz. Und von da weiter bis zu dem Punkt, wie lang euer Ärmel sein soll. Ein weiteres Sondermaß ist die Hosenlänge. Wenn ihr zum Beispiel eine Suit Pants bestellt oder eine Summer Suit, dann ist es ja wichtig für euch, wie lange soll dieses Suit sein, wenn ihr nicht das Standardmaß wollt. Und dafür messt ihr bitte Kniemitte bis zur Hosenlänge. Vielen Dank, dass ihr euch für eine Rainbow Suit entschieden habt. Wir wünschen euch viel Spaß. In ein paar Wochen ist es dann soweit und Blue Skies und gute Sprünge wünsche ich euch.